Tim Wiese, so wie er sich wohl am liebsten sieht, mit gestellten Muskeln in Siegerpose. Der ehemalige Nationaltorwart hat sich mit Haut und Haaren dem Kraftsport verschrieben und sich hohe Ziele gesteckt. Dafür hat er ein ganz besonderes Rezept. Jeden Tag musst du essen, also du musst das reinschieben alles, ne? Sonst wirst du es nicht schaffen. Die meisten gehen trainieren, ne? Und essen nichts. Das ist der größte Fehler halt. Training ist das eine, ne? Das ist so ein kleiner Baustein. Das andere ist die Ernährung, das Leben nach dem Training, wie du dich verhältst, wie du lebst mit Alkohol, dass du den weglässt, nur viel Wasser trinkst, viel Fleisch, also jetzt fast ein Kilo Fleisch am Tag. Der Muskelberg, der in 2 Jahren sage und schreibe um 40 Kilo gewachsen ist, war bei der Eröffnung eines Fitnessstudios in Berlin die Attraktion. Die Show mit dem Gewichteschlitten, ein liebgewonnenes Trainingselement, mit dem er in seiner Fußballerzeit womöglich noch mehr erreicht hätte. Das habe ich auch im Nachhinein gedacht, hätte ich das mal ein bisschen öfters gemacht. Vielleicht wäre ich ja mal irgendwann Nummer 1 gewesen in der Nationalmannschaft, aber es hat dann nur zu Nummer 2 gereicht. Vielleicht startet der 130 Kilo schwere Muskelprotz Wiese dafür bald im Wrestling-Ring durch. Abgeneigt scheint er an einem Engagement nicht zu sein. Ein Auftritt von Tim Wiese liefert aber auch jetzt schon eine spektakuläre Show. Sauber.